Wie gesagt, ich weiß nicht, was ich von dir halten soll, aber. Oh Gott. Think they follow me here. Besides, I blocked the door, so no one could get in. Not the cops and not these other monsters. You're weird. Yeah. That's what everyone always says. Well, I guess people call me weird too. And they yell at me, especially when I do something bad. Did you do something bad? You know, so the cops are angry with you? Just say you're sorry. It always works for me. They wouldn't listen. Nobody ever listens. Okay, Eddie haben wir schon kennengelernt. Und das Mädchen kennen wir auch schon. War schön, dass sie irgendwie gefunden haben. Schauen wir mal. Okay, und sie hat schon, weil sie sich erschreckt haben, weil sie sich vielleicht einen Film angeschaut haben oder so. Zwei Pistolenkugeln. Ich war übrigens gestern auch im Kino und habe mir Smile 2 angesehen. Wenn man Horrorfilme mag, große Filmempfehlung. Echt cool. Ah, da hinten sitzen sie. Ah, die Musik wieder. Okay. Gut, ich glaube, wir müssen das einmal wegschieben. Oh oh. Und er anscheinend flieht vor der Polizei, glaube ich, das hat er noch nicht gesagt. Bei unserem ersten Aufeinandertreffen, wo er eigentlich nur gespielt hat. No existence. Coming soon. I was here, haben wir schon gesehen. A typical Sky? Ja. So, das ist wieder Exit. Oh, warte, ich glaube, da geht es genau dorthin, wo die sitzen. Da gehen wir noch nicht hin. Erst schauen wir sie mal um. Wobei, warum steht da Exit? Egal. So, da haben wir wieder dieselben Filmposter. Und ein Klo. Ah, Gott sei Dank war es nicht ganz umsonst. Okay, die Tür ist von allein zugegangen, die hat es gerade gewundert. Okay. So, dann haben wir nur Klo natürlich. Oh, da liegt nur eine Pistolenmunition. Haben wir schon 79 Kugeln. Und das haben wir jetzt im Männerklo. Augenscheinlich. So. Hä? Warum ist er zu?
Und da ist auch zu. Okay, ich will es gerade wissen. So. Da ist auch noch zu. Da wird es wahrscheinlich dann wirklich rausgehen. Gut, und von da sind wir gekommen. Haben uns da bei der. Kommen wir da rein? Wahrscheinlich nicht. So, Popcorn gibt's nicht mehr. Alles klar. Gut, dann wollen wir mal zu den zwei schauen. James. We met back at the apartment building. Yeah, I remember. I see that you didn't make it out yet. Yeah. I just didn't get around to it yet. Well, at least you got your appetite back. Are you alone here, Eddie? No. Well, that's probably just Laura messing around. The little girl? Laura, is that her name? That's what she said. I'm gonna go look for her. You coming? Now you want me to come with you? Never mind. This is... Das sind keine Popcorn, das was er da isst, oder? Warum ist es so? Who is that girl anyway? I don't know. All I know is her name. I swear. Ach so, das ist okay. Irgendwas mit Strawberry ist das auf jeden Fall. Ich kann aber das obere leider nicht lesen. Didn't you want to go after her? Better hurry. Laura can be pretty quick when she wants to. Mhm. Suit yourself. Okay, ich wollte es mal probieren. Versteckt sie sich da nicht irgendwo zwischen die Reihen? Das war nämlich ziemlich fies. So, okay. Laura, so hast du also das kleine Mädchen, das wir schon öfters gesehen haben, was nicht gerade den sympathischsten Eindruck gemacht hat. Oh, da ist der nächste Kinosaal. Ah, da oben ist. Laura? Und da ist jetzt zu, alles klar. Alles klar, okay. Sollen wir da zusehen? Ja. Da hat sie eh nichts versteckt, na? Oh Gott, was haben wir da jetzt?
Ah, da war sie gerade, ne? Nichts drin, schade. Da geht's dann gleich weiter. Ist das der Kinosaal, wo wir gerade waren oder wo der Eddie ist? Okay, mal da drüber. Da sitzt, glaube ich, der Eddie irgendwo, oder? Wahrscheinlich. Ja, auf jeden Fall auch an Musik wieder sehr angenehme. Diese ganzen Filmrollen hier. Auch spannend. Ah, da geht's weiter, okay. Da kommt irgendwo die Musik. Ah, da sitzt der Eddie, okay. Da sitzt er. Ah, ich mag die Musik. Die ist echt cool. So, da geht's wieder runter. Exit. Da ist ja eh nix. Versteck kein Secret oder so. Exit. Ah, da sind wir hergekommen. Ah. Ah, alles klar. Laura, stop! It's dangerous! Aha, es ist die Tür von mir offen. Maria? Did you see a little girl? Yeah, I tried to stop her, but... She went that way. We can still catch her. Gut. Maria wieder da. Ah, hier sind wir jetzt. Okay. Was ist, wenn wir die andere Richtung gehen? Ich frag nur. Nur ganz kurz umschauen. Also mal nichts. Okay, und das ist eine Sackgasse, das ist gut. So. Wenn wir wieder draußen sind, heißt das auch, dass wir wieder Fensterscheiben einschlagen können und Munition finden können. So. Oh oh. Jetzt kommen wir zum Krankenhaus, ne? Jetzt kommen wir zum Krankenhaus. Oh no. Oh no. Morgen ins Krankenhaus, ganz ehrlich. So. Ort, wo man sich umschauen kann, schon wieder.
Kannst du kurz mal auf die andere Straßenseite? Warte mal. Gott, das ist verwirrend mit Nebel. Und es wird wirklich finster. Die Dämmerung, die... Die ist auf jeden Fall schon da. Wo ist denn die Sonne? Da ist... Da wird es jetzt schon langsam untergehen. Das heißt wahrscheinlich, wenn wir dann aus dem Krankenhaus wieder rauskommen, dann wird es finster sein. So, das heißt, warte mal, jetzt muss ich kurz schauen. So, auf dieser Straßenseite. Okay. Wenn wir da jetzt nach links gehen, dann müssten wir zu einer Sackgasse kommen. Genau, wo wir schon auf der anderen Seite waren. Bin ich gespannt, ob wir da irgendwann mal überall durchkommen. So. Schauen wir uns kurz da noch um, ob da eh nichts mehr rumliegt. Schaut nicht so aus. So. Und da irgendwo auf der Straße eine Leiche oder so, auch nichts. Na, okay. Gut. So, dann gehen wir mal da links entlang. Schauen, ob wir da was finden. Da ist auf jeden Fall mal nichts. Da auch nichts. Und auf dieser Seite auch nichts, okay. Das haben wir dort schon wieder. Da geht es auch wieder zu einer Sackgasse. Mhm. Bei irgend so einer... Genau, da kann man es auch machen von dieser Seite. Nein. Weil das haben wir auf der anderen Seite schon gesehen, die Türe. Da hat man sie auch nicht öffnen können. So haben wir gedacht, vielleicht kann man es von der Seite öffnen, aber auch nicht. Gut, wissen wir das auch. So. Und da habe ich glaube ich auch schon, jawohl, Sackgasse gesehen. Das gefällt mir nicht. 4 Kugeln, das gefällt mir schon. Aber da ist weit und breit nirgendwo eine Leiche oder sowas zu sehen. Na gut. Na gut. So. Dann haben wir den Teil auch abgeklappt und abgesucht. Und dann, ja. Da müssen wir so ins Krankenhaus. Und im Krankenhaus, habe ich es schon mal erwähnt, im Krankenhaus gibt es dann wahrscheinlich einer der bekanntesten Gegner im Silent Hill Universum. Die, wenn man nur ein bisschen was mit Silent Hill zu tun hat, die man dann auf jeden Fall schon kennt, oder zumindest schon mal irgendwo gesehen hat, ist glaube ich ein sehr, ja, sagen wir mal, beliebtes Halloween-Kostüm unter Gamern. Der weibliche Gamer vor allen Dingen. Und da gibt es ja viel coole Kostüme vor allen Dingen. Und ich habe jetzt schon Schiss vor denen. So. Oh, da ist ein Bier, das wir haben. Warum ist ein Bier in einem Krankenwagen? Was ist denn das? Supplements, alles klar. 16, was war 16 Stück schon? Oha. Dann sollen sie mal daherkommen, die Gegner. Gut. Da ist eh nichts mehr. So, da noch irgendwas drin. Ist es so ein... Na, gerade aus, ob das so ein Leichenwagen ist. James, look. Was denn?
Oh oh. Warum laufen wir eigentlich dem Mensch noch? Eingewiesen. Erreiche das Krankenhaus. Brookhausen, nein, weiß gerade, wie es heißt. Ist zwar gerade da gestanden, aber war zu schnell wieder weg. Brookhaven, okay. Gut, ich habe ja schon die Befürchtung gehabt, schon irgendwie Theorien gehabt, dass das Mädel und sie auch dieselbe Person ist. Aus irgendeinem Grund spritzen, sehr gut, vom Krankenhaus. Und nachdem es das Mädchen auch gesehen hat, geht die Theorie nicht auf. Na. Gut, geht sie mit? Ich hoffe, sie geht mit. Andererseits weiß ich jetzt, wo es gefährlicher ist, wahrscheinlich drinnen. Ich hoffe doch, dass es draußen bleibt. Aber wenn es draußen bleibt, habe ich Angst, dass es auf einmal weg ist, wenn wir irgendwann mal rauskommen. Gut, Maria, wie schaut's aus? Gehen wir hinein. Das wird jetzt wahrscheinlich dann neben Apartment, das ist das zweite, ja, Dungeon, keine Ahnung, wie man es nennen soll, sein. Geht wirklich mit. Und das war's. Keine kommen mehr.